Ich bin doch nur eine arme alte Frau, Schätzchen. Ihr müsst euch meinetwegen nicht beunruhigen. Es ist so schön, Besuch zu haben. Es ist so schön, Besuch zu haben. Na schön. Gebt mir eure Wertsachen. Sonst nehme ich euch aus wie einen Fisch. Eigentlich schon. Ihr seht so aus, als könntet ihr ganz schlecht mit Gold umgehen. Ich werde euch nicht noch einmal fragen. Geht nicht fort. Bis zum nächsten Mal. Ja! Bauch voller Met wäre mir wahrscheinlich viel wärmer und fröhlicher zumute. Papa sagt, dass ich zu nett zu Fremden bin. Aber ihr scheint in Ordnung zu sein. Guter Hund. In Ruhe. Ich habe keine Zeit für euch großen Mumpitz. Kommt jetzt friedlich mit, dann müssen wir auch nicht grob werden. Bruder, ich glaube, sie spricht die Wahrheit. Ich gehe nirgendwo hin. Und nun zurück, bevor ich mich vergesse. Ja? Wir suchen Informationen über eine Frau. Eine Fremde in diesem Land. Rotwardone, wie wir. Wir glauben, dass sie sich in Weißlauf versteckt, aber wir suchen überall nach ihr, um ganz sicher zu sein. Sie hat die Narbe nicht. Was? Oh, ja. Wir haben einen Fehler gemacht. Ihr geht jetzt besser weiter, bevor ihr euch mit eurem Mundwerk noch Ärger einhandelt. Wenn ihr das nächste Mal jemanden belästigt, vergewissert euch vorher, dass es die richtige Person ist.
Ja? Möchtet ihr, werft einen Blick darauf. Möge euer Weg euch zu warmen Wüsten führen. Diese Graumähen sollen verdammt sein. Wenn sie die Wisst ihr, was mit Himmelsrand heutzutage nicht stimmt? Alle sind vom Tod besessen. Sammlerstöcke und Zierschmuck, gefertigt vom besten Schmied von ganz Himmelsrand. Es geht ein Riss durch Himmelsrand. Und weder Magie noch die Zeit. Ich habe nichts getan. Ich habe meist mit schäbigen Dieben und betrunkenen Schlägern zu tun. Es ist schon lange her, dass wir mal gegen eine ganze Diebesbande ins Feld gezogen sind. Braucht ihr ein neues Schwert? Dann sprecht mit Adrienne in der Schmiede. Denn in uns, in jedem von uns, sah er die Zukunft von Himmelsrand. Olfried, Kopf des großen kampfgeborenen Clans. Ihr habt den Namen sicher schon gehört. Ich bin ein Nord wie jeder andere, doch bin ich nicht dumm. Ich unzivilisierte, pelztragende Axtschlepper. Ein Wunder, dass sie nicht mehr in Höhlen leben wie ihre Vorfahren, mit denen sie dauernd angeben. Es stimmt, dass Wigner Graumähne und seine Familie zu den ältesten und, je nachdem, wen man fragt, angesehensten Clans von Weißlauf zählen. Das streite ich nicht ab. Aber es ist eine Sache, stolz auf sein Erbe zu sein und eine andere, an der Vergangenheit festzuhängen. Was Sie Ehre und Tradition nennen, nenne ich Ignoranz. Geld, ihr Dummkopf, was sonst? An allem ist das Geld schuld. Die Graumähnen sind tief in Weißlauf verwurzelt. Aber das gilt auch für uns. Im Gegensatz zu ihnen sind wir reich. Und Wigner hasst das. Oh, sie hassen das alle. Ständig dieses Gerede von Stolz und Ehre. Und was haben sie dafür vorzuweisen? Bettlerlumpen und altes Brot. Wir haben denselben Stolz, dieselbe Ehre. Und wir haben Wohlstand. Kein Wunder, dass sie uns beneiden. Passt auf euch auf da draußen. Diese Graumähnen sollen verdammt sein. Wenn sie die Sturmwinde unterstützen wollen, kriegen sie was.
Seht ihr? Diese Begriffe stammen eindeutig aus der ersten oder vielleicht sogar einer noch früheren Ära. Es muss sich um die Kopie einer noch älteren Schrift handeln. Möglicherweise stammt sie aus der Zeit direkt nach dem Drachenkrieg. Falls ja, könnte ich aus späteren Schriften Querverweise zu den Namen erstellen. Gut. Ich bin froh, dass ihr Fortschritte macht. Meine Auftraggeber wollen ein paar handfeste Antworten. Oh, keine Angst. Der Jarl interessiert sich nun endlich persönlich dafür. Also kann ich diese Forschung nun den Großteil meiner Zeit widmen. Die Zeit fliegt dahin, Farengar. Vergesst das nicht. Dies ist keine bloße theoretische Frage. Die Drachen sind zurückgekehrt. Ja, keine Sorge. Obwohl die Möglichkeit, einen lebendigen Drachen aus der Nähe zu sehen, natürlich unglaublich wertvoll wäre. Nun, dann will ich euch etwas anderes zeigen. Äußerst faszinierend. Auch eure Arbeit dürften daran interessiert sein. Hm? Ach ja, der Schützling des Jarl. Zurück aus dem Ödsturzhügelgrab? Und ihr... Ah, der Drachenstein vom Ödsturzhügelgrab. Ihr seid wohl doch eine Nummer besser als die Rohlinge, der Jarl mir sonst schickt. Nun, hier endet eure Arbeit und meine beginnt. Die Arbeit des Geistes, der man in Himmelsrand so wenig Beachtung schenkt. Meine Geschäftspartnerin hier wird über euer Geschick sehr erfreut sein. Sie hat den Ort entdeckt, wollte mir bisher aber nicht verraten, wie. Eure Informationen haben sich also doch als richtig erwiesen.